Ja, hallo und herzlich willkommen zurück zu einem neuen Beginner Guide von Drakensang Online. Ja, ich bin im Angstgegner hier auf meinem normalen Account drinnen, deswegen auch das Premium-Zeichen hier. Und hier oben, ja, habe ich noch 18 Tage. Und ja, ein neuer Tipp: Auf jeden Fall jeden Tag einloggen, um die täglichen Login-Bonus zu bekommen. Vor allem hier dieser Edelstein gibt 5% mehr Erfahrungspunkte. Den braucht man auf jeden Fall. Und auch diese Waffe hilft. So. Jetzt haben wir diesen täglichen Login-Bonus erhalten. Er bekommt normalerweise eine kleine Überraschungskiste. Durch Premium habe ich jetzt eine zweite. So, die kann man öffnen. Da sind jetzt entweder direkt Items drinnen. Oder jetzt hier so andere Items. Gewöhnliches Haar einer Joldenhungfer, Mückenstaub von ewigen Feen, Lilien oder zwei andere Items. Ein blaues noch. Und ein gelbes, und die kann man dann alle vier zusammen zu einem Pet zusammen craften. Machen wir den Ton ein bisschen lauter. Ja. Hört ihr mich auf? Kommen die Lichtessenzen erstmal raus. So. Also auf jeden Fall jeden Tag den täglichen Login-Bonus machen. Dann wollen wir natürlich hier im Wissensbaum hoch. Der ist ziemlich wichtig, vor allem hier der Kobold-Schatzmeister, wo wir dann ein paar Inventarplätze kriegen. Und hier das Reiten ist sehr wichtig. Auch der Mantel der Macht ist gut, da wir dann hier auf diesem Slot einen Umhang benutzen können. Wie kriegen wir jetzt hier das Wissen? Ganz einfach. Wir machen jeden Tag die tägliche Herausforderung für das Wissen. Hier, ich kann um 80 an der Mand ja, resetten oder ich durch Premium kostenlos. Und am besten ist natürlich immer, entweder löse zwei Quests am Anfang. Die nehme ich jetzt einmal an. Besiege 100 Monster, töte 100 würdige Monster oder stelle einen Gegenstand an der Werkbank her. So. Hier kann ich direkt eine Quest abgeben. Dann schaue ich aber kurz auf der Minimap, ob ich noch was abgeben kann. Schau mal in den Questlog. In Dartmoor in den Süden muss ich gehen. So, also gehen wir jetzt da mal beispielsweise hin, in den Süden des Dartmoors. Ja, den wollte ich ja eigentlich hier haben, genau. Eine kleine Minimap offen. Hier kommt man dann leider nicht mehr durch. Ist ein bisschen schade. Und, ja, durch Premium nimmt man auch Münzen, Andermann und ein paar andere Items automatisch auf. So. Ich wollte eigentlich aber jetzt so machen, dass ich in jedem Video ein paar kleine Tricks raushau. Und eine Sache habe ich direkt jetzt schon, die zeige ich euch direkt jetzt gleich. Und so habe ich Kristalle der Wahrheit gefunden. Da habe ich jetzt schon 19 Stück. Und die würde ich am Anfang auf jeden Fall sparen, dass ich die am Anfang noch nicht so lohnen. Ja, Meisterschaftspunkte, Erfahrung, immer sofort draufhauen. Alle 5 Punkte kann man hier eine Skillung auswählen. So, wir müssen jetzt hier runter. Und dieses Quest-Item anklicken, das sehen wir auf der Minimap, hier das Fragezeichen. Habe ich ja aber im letzten Part auch schon erklärt. Also, hier killen wir die Gegner mal alle. Das reicht einfach das Heilelixier, Sphärenscherbe und ein Ledergürtel. Man zeigt diese Items übrigens an, indem man die Steuerungstaste gedrückt hat. Also hier unten dieses Grummelkraut heißt es, genau. Das müssen wir anklicken. Dann wird unsere Quest abgeschlossen. Ja. Wir sammeln zurzeit hier solche Sphärenscherben, die bringen uns etwas. Wenn wir in Kingsill oder in anderen Stadtgebieten eine Quest annehmen, dann können wir diese Sphärenscherben sammeln und dann kommen wir in ein besonderes Gebiet, das wir im jeden Vollmond aus dem Gebiet wir Items jeden Vollmond brauchen, um besondere Gegner bekämpfen zu können. Oh, und hier verbesserte Zähne und direkt ein bisschen Werkzeug. Durch Premium kann ich das kostenlos identifizieren. Fordert aber Stufe 8. Und das habe ich ja noch nicht.
Genau. Skills würde ich generell die Hauptskills auf die rechte Maustaste und auf die Taste 1 legen. Einfach weil man da am leichtesten hinkommt. Weil ich zum Beispiel habe die Finger, mal kleiner Finger auf Umschalt und dann Ring, Mittel- und Zeigefinger auf 1, 2, 3. Der Daumen hängt bei mir so in der Mitte für M, I, die ganzen Tasten. Und meine rechte Hand ist natürlich an der Maus. Ja. Jetzt gehen wir mal hier hinter, können unseren Auftrag abgeben. So, ihr seht schon, 2 von 2 Quests für die aktuelle Herausforderung gelöst. Klicken wir nochmal auf Q, tägliche Herausforderung, wir lösen 2 Quests. Jetzt haben wir 250 Wissen erhalten. Und wenn wir jetzt 250 Wissen haben, können wir für 5 Silber und diese 250 Wissen uns hier einen Punkt dazugeben. Wir bringen uns 1% Grundschaden, 1% Lebenspunkte jedes Mal. Und wenn wir 5 Punkte haben, kriegen wir Rückruf, dann wird es teuer. Dann nochmal 5 Kobold-Schatzmeister und so wird es immer teurer. Und immer bei 5 mehr kriegen wir dann hier etwas Neues. Ich gehe jetzt einfach mal hier hin und verkaufe meine ganzen unnützen Items, die ich alle nicht brauche. Das brauche ich auch nicht, das brauche ich auch nicht. Das da hebe ich nochmal kurz auf. So, jetzt haben wir 11 Silber. Seht ihr hier links oben. Und jetzt haben wir genug, um hier den ersten Punkt dazuzugeben. Und jetzt sind wir sozusagen 1% stärker. Ja, also auf jeden Fall immer diese tägliche Herausforderung machen. Am besten immer die hier für uraltes Wissen, da sich das sehr lohnt. Ja, dann auf jeden Fall auch jeden Tag einloggen, auch wenn man nicht spielt. Einfach nur, damit man den täglichen Login-Bonus kriegt. Und diese Seelenwächter würde ich aufheben. Ja, seine Andermann sollte man am Anfang auf jeden Fall sparen, um sich die Inventarerweiterung zu holen. Außer man hat Premium, dann hat man ja noch ein komplettes zweites, einen kompletten zweiten Beutel. Ja, Pistole der Wahrheit immer sparen. Und dann würde ich sagen, war's das mit diesem Video. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin. Ciao.